Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch mal eine ganz günstige Alternative zum Tracking bzw. Wiederfinden, wenn ihr etwas, zum Beispiel einen Roller verloren habt oder der geklaut wurde und genau, wie ihr möglichst einfach, möglichst günstig den wiederfindet. Okay, also eigentlich ist das Video schon komplett durch. Ich bin schon durch. Das füge ich nur noch mal nach vorne hin, um euch klar zu machen. Mit dem Gerät könnt ihr mit eurem Smartphone, also wenn ihr dieses Gerät hier einbaut in dem Roller oder wo auch immer ihr das einbauen wollt, könnt ihr das auf eurem Smartphone auf Karte nachverfolgen, wie der Verlauf war, wo es hingekommen ist und wo es gerade aktuell steht. Falls es im Video nicht ganz korrekt rübergekommen ist. Es ist sehr geil geworden und es funktioniert richtig gut. Ich kann es euch nur empfehlen. So, mal eine andere Perspektive. Ich versuche das hier zu Hause mal am Tisch zu machen. Als allererstes, ich habe das erste Tracking-Gerät mal eingerichtet. Solltet ihr machen auf jeden Fall, um zu kapieren oder um zu checken, ob auch alles funktioniert. Hier habe ich es mir, Moment, so, da habe ich es mir als SKR, das kommt in meinen SKR rein, verbunden und da kann man alle Funktionen direkt testen. Ihr könnt es auch mal überprüfen. Und das solltet ihr wirklich als erstes machen, das Ding mal einrichten und auch schauen, ob alles funktioniert. Was haben wir denn da für Möglichkeiten? Moment. Kommen verschiedene Klingeltöne. Okay. Ah ja, ich kann da verschiedene Klingeltöne einrichten. Und wenn ich das dann wahrscheinlich drücke, dann müsste mein Handy klingeln. Nö, da hat nur das hier geklingelt. Keine Ahnung, wie man das. Das kann man bestimmt auch irgendwo testen, ob es auch funktioniert. Ja, es war auf jedem Gerät anders, aber das solltet ihr auf jeden Fall mal machen, ob die Dinger sich auch miteinander verbunden haben. Aber ich habe das ja alles schon eingerichtet, deswegen weiß ich, dass das funktioniert. Ich würde euch gerne noch zeigen, dass ich das hier auch checken, gegenchecken kann. Krieg's aber gerade nicht auf die Reihe. Geht bestimmt, könnt ihr mir auch sicherlich in die Kommentare sagen. Dann legen wir gleich mal los und schauen da rein in das Gerät, was uns da drin erwartet. Also ich habe mich bewusst für die Lösung entschieden, weil es gibt sehr viele Möglichkeiten. Aber die haben immer alle irgendwelche Folgekosten, sind übertrieben teuer. Wie kriege ich das Ding jetzt auf? Ja, ich will doch wissen, was da für eine Batterie drin ist. Und das wäre für mich so die günstigste Alternative, die mir dann nicht zu schade ist, wenn was kaputt geht, wenn was verloren geht. Der einzige Nachteil, was mich an dem System gestört hat, war, also man hat keinerlei Folgekosten. Man kauft sich einmal das Ding und kann es dann in der App immer wieder benutzen. Was mich gestört hat, war, dass die Batterie, die soll zwar ungefähr ein Jahr halten, aber ein Jahr ist mir dann zu blöd, weil ich will das Ding im Roller irgendwo verstecken. Das könnt ihr bei euch dann machen, egal wo ihr es hinhaben wollt, in euer Wagen, Kofferraum, in Wohnmobil, was auch immer. Und da will ich das Ding schauen, ob ich das an die Batterie vom Auto anschließe. So jedes Mal, also was heißt jedes Mal, dass das Ding halt immer mit Strom versorgt ist, sobald das Gefährt läuft. Wir haben hier aber den Nachteil, dass wir keine 12 Volt haben, sondern, ich zeig's euch gleich, Moment, ich muss es nur rauspulen. Eine Batterie, die hat keine 12 Volt, sondern so, die hat hier nur so, Moment, ich hoffe ihr seht es, nein, es stellt natürlich nicht scharf, hier, 3 Volt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir unsere 3 Volt, die wir im Auto, 12 Volt, die wir im Auto haben, runterdrosseln auf 3, also von 12 Volt auf 3 Volt runterdrosseln. Hier habe ich einen Spannungswandler. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, keine Ahnung, wie die funktioniert. Ich werde es jetzt einfach mal testen, wie das läuft. Und mal schauen, ob ich das Ding dann begrenzen kann oder einstellen kann. Aber ihr werdet natürlich live dabei sein. Das ist ja der Vorteil dabei. Ihr könnt davon meinen Fehlern lernen. Aber ihr wisst ja, macht es nicht nach. Das ist gefährlich, Strom und das ganze Zeug. Ich zeige euch nur, wie ich es mache. Am Ende seht ihr dann, ob ich es hinbekommen habe oder nicht. Hier haben wir dann eine Batterie mit 12 Volt. Das ist die ganz normale Rollerbatterie, wie sie bei euch wahrscheinlich auch verbaut ist. Im Auto habt ihr auch das gleiche, auch 12 Volt. Braucht ihr euch keine großen Gedanken machen. Messen wir auch mal kurz, ob das auch alles stimmt, so wie ich das sage. Ich habe hier 12 Volt Gleichspannung eingestellt. Dann können wir, Moment, ist jetzt ein bisschen fummelig. So. Und wir haben 12,8 Volt. Und die kleine Batterie hier. Natürlich können wir das auch noch mal gegenchecken. Die Batterie hat, Moment,
So, 2,8 Volt. Aber das bedeutet, dass wir mit diesem Gerätchen von 12 Volt auf 3 Volt runter müssen. Ich werde mir das jetzt mal ganz kurz anschauen, wie man es hier anzuschließen hat, anzulöten hat und werde euch dann, oh, hier ist sogar noch eine Richtung, und werde euch dann berichten, wie es funktioniert. Ah, warte mal, nee, man kann es hier sogar, glaube ich, ganz gut sehen. So, na, stell dich scharf. In Plus, in Minus, hier auf der rechten Seite. Ja. Und, Mensch, warum stellst du mich scharf? Und rechts ist Out Plus, Out Minus. Ich werde da mal Käbelchen ranlöten und euch dann gleich nochmal zeigen. So, dann hoffe ich mal, dass mein Lötkolben jetzt heiß genug ist. Damit ich habe schon Käbelchen hier praktisch reingesteckt. Die werde ich jetzt festlöten. Das war jetzt für mich so irgendwie die beste Lösung, die mir eingefallen ist. Fürs Tracking vom Roller oder was ich halt gefunden habe, was ich mir so gedacht habe. Falls ihr was Besseres habt, natürlich andere geile Ideen oder so. Oder was auch was günstiges ist, erschwinglich. Ich habe keinen Bock, Gebühren dafür zu zahlen monatlich, dass mein Roller verfolgt wird. Und ich will auch keine riesengroße Summe investieren in irgendein Hightech-Tracking-Gerät mit GPS und dem ganzen Quatsch. Das war so für mich so das Simpelste und Einfachste. Und ich hoffe einfach mal, dass meine Idee so umsetzbar ist. Vielleicht für euch irgend auch ein Anreiz für einen Gedanken oder sowas. Ja, deswegen probiere ich das Ganze mal aus. Und wir schauen mal, ob das dann hinhaut. Ich werde das hier gleich hier mal an die Batterie anschließen. Das ist in. Und dann werde ich out messen. Hier, oh, das ist dieses Kabel. Und schauen, oh, da muss ich noch abisolieren. Und schauen, was da rauskommt an Spannung. Und weil irgendwie muss man das hier auch einstellen können, werde ich werde mich auseinandersetzen damit. Ja, mache ich. Ja, mache ich gleich. Ich isoliere das kurz ab und ich zeige es euch gleich. So, die Kabel sind abisoliert. Ich habe mich hier auch ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, wenn ich hier die Batterie. Kann ich an Minus und Plus schon mal anschließen. So. Und bei sowas. Oh, jetzt habe ich schon. Ah, okay, ich sehe schon, da leuchtet was, wenn das drankommt. Jetzt darf ich nur die hier keinen Kontakt haben lassen. Da müssen wir was isolieren, was dazwischen tun. Also die beiden dürfen sich jetzt natürlich nicht mehr berühren. Ist alles ein bisschen hin und her gemurkst. Aber hier ist schon was auf. Hier leuchtet schon was auf. So. Da leuchtet ein Lämpchen, das seht ihr. Das heißt, es funktioniert schon mal. Dann kann ich jetzt mal messen, was hier an dem Kabel rauskommt an Strom. Halten wir daran. Das halten wir daran. Und, oh, wir haben. Ja, scheint nicht so ganz zu klappen. Ich hoffe, ihr seht es. Wir haben eine Spannung von minus 12. Ja. Oh, ich habe die hier verkehrt rum angehalten. Sorry. So, das Schwarze hier, das Markierte, ist Plus. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, sollte euch nicht passieren. Ihr seht es ja, macht es bei mir. Ihr seht, was ich falsch mache, macht es dann richtig. Wir haben jetzt 12,1 irgendwas Volt. Okay, das kann man jetzt auch, glaube ich, irgendwo hier einstellen an diesem Gerätchen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Moment, ich fixiere das mal. Ich glaube, das ist dieses Schräubchen hier, bin mir aber nicht ganz sicher. Oh, hoffentlich geht hier nichts schief. So. Nö, da tut sich nichts. Ich dachte hier, das wäre jetzt zum Einstellen. Nö, da tut sich gar nichts. Ja, ich setze mich mit dem Ding nochmal auseinander und berichte euch dann. Jetzt nach. Ja, das Ding war einfach viel zu weit reingedreht und je weiter man es rausschraubt, desto mehr geht das dann runter. Jetzt können wir es auf. Also gegen Uhrzeigersinn ist es rund, geht es runter. Jetzt können wir es einstellen auf unsere 3 Volt, die wir brauchen. Ja, hat eine Weile gedauert, um es rauszufinden. Ich habe ein bisschen rum. Ich war am Verzweifeln, weil ich wusste nicht, dass man da so viele Umdrehungen dafür braucht. Aber ist ja gut, dann könnt ihr schon von mir lernen.
Achso, das Ding heißt übrigens DC-DC Spannungswandler Step-Down Converter. Kann man auch bestimmt für ganz viele andere tolle Sachen gebrauchen, benutzen. So. Jetzt haben wir unsere. Ja, ich stelle ein bisschen unter 3 Volt ein. Okay. Dann wäre dieser Teil schon mal erledigt. Als nächstes kümmern wir uns um, na, den Teil, um dieses Dings hier. Da. Hier habe ich es mir ein bisschen näher angeschaut. Da steht sogar DC 3 Volt drin. Also, hier in den Kontakten, wir haben drei Kontakte. Zwei da hinten an der Wand und eins da unten ist der goldene. Da wir nicht genau wissen, was was ist, schauen wir uns einfach die Batterie an. Auf der Batterie steht auf der Oberseite. Moment, stellt mal scharf. Ja, stellt natürlich gerade nicht scharf. Moment, haben wir gleich. So, Plus. Das bedeutet, die Oberseite ist Plus, die Unterseite ist Minus. Die Unterseite berührt hier den goldenen Kontakt, also ist die Unterseite Minus. Und hier an der Seite sind dann ja, praktisch das obere von der Batterie. Da und noch die Seite. Das wäre Plus, also Mitte Minus, Plus außen. Haben wir uns das schon mal gemerkt? Jetzt gucken wir uns mal im Detail an, wie wir hier unsere Kontakte ranlöten können. Boah, ist das unscharf. Ist ja richtig schlecht für euch. Uiuiui. So, ich brauche ein bisschen was von dem Kontakt hier. Deswegen biege ich mir das ein bisschen hoch. Also, das ist ja meins. Wenn ich es kaputt mache, ist es meine Schuld. Das ist der Vorteil. Ich brauche mir leider keine Gedanken zu machen. Und dann biege ich mir hier einen von den Kontakten ein bisschen auf. Und da werde ich gleich meine Kabel ranlöten. Also an den äußeren hier kommt Plus und an den mittleren hier kommt dann Minus. Ich meine, man erkennt bestimmt, dass ich Laie im Löten bin und sowas. Aber ich probiere einfach mal. Und ich denke mal, wenn ich das sogar hinbekomme, dann kriegt ihr das auf jeden Fall auch hin. Gott, habe ich gerade zittrige Hände. So, das wäre der erste Kontakt. Dann fummel ich gleich mal. Das war der Minus. Jetzt fummel ich Plus gleich da rein und zeige euch dann, wie ich das ranlöte. Also ich biege die Kontakte mal ein bisschen auf und dann stecke ich das Drähtchen rein und dann löte ich es fest. Ich versuche euch das mal einfach direkt zu zeigen, wenn es klappt. Noch ein bisschen zu lang. Ja, das ist immer so ein bisschen Gefummel. Ihr beherrscht das bestimmt besser als ich. Oder aber ihr denkt, nö, nö, sowas fange ich gar nicht erst an. Das ist mir alles viel zu gefährlich. Kann ich auch gut nachvollziehen. Jetzt habe ich euch im Weg. Ich kann da nicht hinsehen. Ich muss euch mal kurz abschalten. So, ich musste das kurz ein bisschen drehen, damit ich, denn ich war die praktisch direkt vor der Kamera, ihr hättet sie eh nicht sehen können. Jetzt habe ich die zwei Kontakte hier festgelötet. Das untere ist Minus, also das da unten, und das an der Seite ist Plus. Ihr seht, ich habe das Plastik sogar ein bisschen angeschmolzen. Ja, es hebt alles. Jetzt werde ich mir mal überlegen, wahrscheinlich werde ich hier unten von dem Kunststoff, oh, Lötkolben ist noch an, von dem Kunststoff ein bisschen wegnehmen, damit ich die Kabel durchführen kann, dass ich, das wieder zuklipsen kann. Ja, ich bearbeite das mal kurz und sage euch dann, ob es geklappt hat. So, Tatsache. Ich habe hier einfach nur ein Stück aus dem Plastiksteg hier unten mit dem Seitenschneider rausgeklipst. Jetzt kann ich die Kabel hier, oh, das stellt ihr gar nicht auf, perfekt durchführen. Und dann, wenn ich Glück habe, geht sogar der Deckel zu. Ja, das ist top. Guck mal, der Deckel geht sogar so, als wäre die Öffnung extra für die Kabel gemacht. Aber wahrscheinlich ist es für den Lautsprecher, dass er dann rauspiepst. Okay, ich werde gleich hier alles nochmal verdrahten und schauen, ob es funktioniert oder ob mir das gleich alles abfackelt. Bevor wir loslegen, ich habe hier noch so einen Gummischutz dabei gehabt. Und es ist tatsächlich richtig cool, damit es noch besser gegen Witterung geschützt ist. Weil der wird ja dann im Winter, im Sommer, im Regen und so immer drin sein. Können wir das Teil direkt drüber ziehen? Ist doch nice, oder? Stark. So, jetzt werde ich das Ding direkt anschließen an die Batterie und hoffen, dass nichts abfackelt. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Jetzt halte ich es ran.
Ihr habt es gehört, das hat sich aktiviert. Ist, ey, geil, 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 geil. Okay, als nächstes, achso, ich werde das gleich dauerhaft anschließen. Dann schauen, ob es sich mit meinem Handy connectet, ob alles noch passt. Und dann werde ich es im Roller verbauen. Stark. Okay, es wird mir als verbunden angezeigt. Was richtig, richtig cool ist, weil hier steht auch so, ach, hier kann ich es auch einschalten. Wenn ich denn, ach, hier kann ich es aktivieren. Jetzt habe ich es. Wenn ich das Teil jetzt zweimal drücke, das hier, dann müsste auch mein Handy klingeln. Ich drücke mal, Moment, so, dass ihr seht. Ah, jetzt. Geil. Nice, es funktioniert alles. Richtig, richtig gut. Die Funktion deaktivieren wir lieber mal. Aber es funktioniert. Nice, es geht vorwärts. So, ich mache gerade noch einen Langzeittest, weil ich will schauen, ob das Ding warm wird, wie sich es verhält, wenn ich es jetzt ein paar Stunden einfach direkt an der Batterie angeklemmt habe, wie arg die Batterie leer saugt und so. Das werde ich euch alles noch berichten. Die Temperatur kann ich ja mal messen. Von dem Gerät, also an verschiedenen Punkten messe ich mal durch und wir haben im Schnitt immer noch Raumtemperatur. Das heißt, der Wandler wird gar nicht warm, was ganz gut ist. Dann testen wir mal, ob unser Smart Tag noch funktioniert. Ja, scheint alles zu tun. Weil, achso, ich hatte es ja wieder deaktiviert, ich habe total vergessen. Ich dachte, wenn ich den zweimal drücke, dann wird jetzt das Handy klingeln, aber ich habe es ja wieder deaktiviert. Ja. Mein Fehler. Scheint alles zu funktionieren soweit. Also es gibt Geräusche von sich. Okay, jetzt in der Garage angekommen, da ist das gute Stück, wo ich mein tolles Gerät einbauen will. Ich will euch noch mal ein bisschen im Detail zeigen. So, jetzt ist es so, dass, Moment, ich kann es ein bisschen näher bringen. Hier mal schauen. Genau, ich habe hier, eigentlich wollte ich einen Schrumpfschlauch drüber machen, ich habe aber leider keinen so großen. Und hier haben wir zwei Löcher, da und da. Und da könnte man theoretisch irgendwo schon direkt festschrauben, wenn man es schön verstecken will. Ich will aber hier, wie soll ich sagen, ich mache hier zwei Kabelbinder rein, da habe ich praktisch zwei Aufhängemöglichkeiten. Dann habe ich zwei, genau, wo ich es irgendwo befestigen kann. Und dann den Rest werde ich so gut wie möglich mit Isolierband drüber tapen, damit es ein bisschen gegen Witterung beständig ist. Ich zeige euch dann gleich, wie es aussehen wird. So, ich habe es jetzt komplett eingetütet in Isolierband. Hier habe ich jetzt also Ösen übrig gelassen, damit ich es gut befestigen kann. Falls jemand einen guten Tipp hat, wie man es schöner machen kann, direkt in die Kommentare reinschreiben. An die Plusleitung habe ich noch eine Sicherung reingemacht. Ich meine, schaden kann es nicht, dann geht es hier so weiter. Und wie ich das gleich in meinem Schmuckstück hier verbaue, in dem da, werde ich euch gleich zeigen. Ich will es hier darunter verstecken, damit man es nicht direkt sieht. Okay, hier haben wir die Frontverkleidung weggemacht und zwar, ja, schau hin. Das ist so, da ist mir einfach gerade zu viel, weil ich habe schon alles Mögliche eingebaut. Ich meine, MP3-Player, Boxen, USB, Bluetooth, Laden und den ganzen Quatsch. Könnt ihr alles in anderen Videos sehen. Da habe ich mir gedacht, okay, hier ist alles schon zu viel. Und wenn was ist, dann sieht man, hat man das schnell, sehr schnell weg und kann schon direkt darauf zugreifen. Da ich aber sicher sein möchte, dass niemand auf die Idee kommt, mein Suchgerät zu entfernen, verstecke ich das einfach unterm Trittbrett, weil da schaut garantiert nie jemand nach. Oder wie oft macht ihr euer Trittbrett weg? Der Vorteil daran ist, ich habe hier den Hauptkabelbaum, der zur Zündung und sowas geht. Da kann ich mir direkt abgreifen, mein Plus und Minus. Und da werde ich gleich auch anschließen. Ich habe hier schon schön versteckt, direkt im Rahmen. Da kommt später das Fußbrett drauf und man wird absolut gar nichts mehr sehen. Also ich finde die Idee ganz cool. Falls ihr noch andere Ideen habt, wo ihr sagt, boah, eine andere Stelle wäre viel geschickter, man kommt überall ran, gerne immer raus damit. Ich mache hier mal weiter und zeige euch dann das Ergebnis. Okay, ich habe soweit alles Mögliche fertig gemacht, damit ich euch das Finale zeigen kann. Schaut mal runter. Hier habe ich an die Masse mit einer Ringöse Minus verbunden. Und hier habe ich mir vom Pluskabel, vom Kabelbaum direkt so ein Stromdeepback gemacht. Und wenn ich jetzt hier meine Plusleitung anschließe von meinem Gerät, von dem Gerät, dann müsste es funktionieren. Jetzt seid mal ganz leise, kommt mal näher ran und hört genau hin. Wenn ich es jetzt einstecke, dann müsste es ein Geräusch von sich geben. Okay, ihr habt es gehört. Das bedeutet, das Ding ist aktiviert und funktionsfähig. Ich werde es direkt mit dem Handy nochmal abgleichen und schauen, ob es auch wirklich Kontakt hat. Hier werde ich schön alles ein bisschen, was heißt alles ein bisschen, wird alles schön isolieren, wieder alles schön verkleiden, damit man hier, also ich denke mal, dass man hier drunter gar nichts sieht und da wird auch nie jemand jemals drunter schauen. Und ich denke, das ist ein ganz geiles Versteck dafür. So als Anregung, ich meine, ihr habt bestimmt eine bessere Idee oder sowas. Immer her damit. Ich mache mal weiter. Ich wollte es euch nochmal zeigen, es ist alles wieder zusammengebaut und man sieht natürlich absolut gar nichts.
Okay, das Teil ist schön verbaut. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Das Ding verbraucht so gut wie überhaupt keinen Strom. Also wenn ihr täglich mit eurem Gefährt unterwegs seid, die Batterie sowieso nachgeladen, braucht ihr euch gar keine Gedanken machen, weil das Ding wird ja mit einer kleinen Knopfzelle betrieben und ich habe es getestet 5 Stunden lang und nachgemessen. Das Ding verbraucht so gut wie gar nichts. Hitzeentwicklung ist auch einfach null da von den Geräten. Braucht ihr euch auch keine Gedanken machen. Die Teile sind, ich weiß nicht, ob sie dafür konzipiert sind. Ich habe es halt so umgebaut, wie ich das brauche. Ihr wisst ja, danach erlischt die Garantie und Gewährleistung und der ganze Quatsch. Ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Ich meine, dass ihr sowas nicht nachmachen dürft oder nachmachen sollt, ist jedem bekannt. Ich mache das für mich als kleines, wie soll ich sagen, um zu schauen, ob es funktioniert. Ich werde in einem Jahr nochmal berichten, ob es taugt, wie es taugt. Weil ich kann mit dem Gerät auf dem Smartphone, kann ich dann später verfolgen, wo ich damit rumgefahren bin, was ich gemacht habe, wo mein Roller gerade aktuell steht und sowas. Und das finde ich ganz cool, weil mein Schmuckstück und ich will es halt nicht verlieren oder so. Und deswegen ist das so eine tolle Idee, finde ich. Es gibt zwar echt verschiedene Lösungen, aber wie gesagt, das war für mich so mal die, wie soll ich sagen, die praktischste, günstigste, das, was mir halt am besten gefällt. Da hat jeder sein eigenes Ding. Aber ihr könnt mir gerne sagen, wie ihr das gelöst habt, wie ihr das macht. Weil mit der Knopfzelle könnte man theoretisch das Ding einbauen, aber wie gesagt, ich habe halt keinen Bock nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, je nachdem, wie die Batterie hält, wieder zu tauschen. Deswegen war das für mich eine ganz geile Lösung. Okay, jetzt genug geschwafelt. Das war auch schon das ganze Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, hat euch gefallen, ihr konntet was mitnehmen, Ideen oder sowas. Falls ihr Fragen, Ideen, Anregungen habt, einfach direkt in die Kommentare reinschreiben. Oder aber auch auf Instagram, Rocky Roller Doktor heiße ich da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! Das hier ist jetzt praktisch schon, nachdem ich alles fertig habe. Ich kann euch sagen, es funktioniert und es ist richtig, richtig gut. Deswegen schaut das Video bis zum Schluss und nehmt alles mit. Es ist echt richtig gut geworden. So, für die, die noch nicht abgeschaltet haben, ich habe hier nochmal einen. Und zwar ist der jetzt, also der andere war für meinen SKR, der hier ist für meine Sphäre. Moment, wenn ich den hier rausbekomme, da ist das gute Stück. Ist auch der gleiche, wir werden das gleiche machen. Aber jetzt habe ich hier noch was anderes. Und zwar eine Nummer kleiner, den Step-Down-Converter. Das bedeutet, weil der andere war ja schon, ja, also er war nicht groß, aber größer. Jetzt habe ich mir noch eine Nummer kleinere gekauft. Das sind, warte mal, das sind, okay, kann man die einfach brechen? Ja, tatsächlich, die kann man einfach brechen. Da sind mehrere Stück drin in der Packung. Die kosten auch kaum was. Sollten genauso funktionieren wie die anderen. So, da genau, da steht ja auch drauf, wo es reingeht und wo es rausgeht. Genau, in Minus, in Plus. Und auch das gleiche. Und dann hat man hier eine kleine Schraube zum Justieren. Na, da. Die hier. Ah, Mann, das stellt die ganze Zeit unscharf. Hier, die da. Ich werde es hier gleich mal ranlöten. Und dann werden wir es einfach ausprobieren. So, das Ding ist ja verlötet, hat ein bisschen länger gedauert, hat mich ein bisschen geärgert, das Teil. Ich schließe mal die Batterie an und wir schauen, was sich dann tut, ob wir dann direkt schon was sehen. Und wir können dann die Spannung auch messen, die jetzt standardmäßig direkt da rausgeht. So, schnell noch die Kabel abisolieren. Ich mache das hier einfach mal so provisorisch dran.
Also vielleicht leuchtet ja auch irgendwas auf, vielleicht platzt ja auch schon direkt irgendwas. Kontrollieren wir mal. Schwarz ist in Minus, Rot ist in Plus. Schauen wir mal. Nö, an dem hier leuchtet nichts auf. Weil an dem anderen hatten wir ja gesehen, da hatten wir so eine kleine LED, die aufgeleuchtet ist. Dann stellen wir hier die Spannung. Oh, okay, 20 Volt Gleichstrom ist schon drauf. Messen wir mal, was hier rauskommt. So. Seht ihr ja gar nicht. So. Und da kommen raus 10 Volt. Okay, das ist nicht so viel. Ich baue mir das mal kurz alles zusammen, damit wir hier dran rumstellen können. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt habe ich ja das Teil angeschlossen und hier ist eine kleine Schraube und wenn ich an der jetzt drehe, dann müsste sich hier die Spannung verändern. Wir müssen auf 3 Volt runter. Okay, wenn ich es reindrehe, geht die Spannung runter. Und ich stelle es auf knapp unter 3 Volt. Ja, 2,9, das ist perfekt. Super, also lässt sich gut einstellen, funktioniert schon mal nicht schlecht, dann machen wir weiter. So, jetzt können wir mit dem Tag selber weitermachen. Ihr habt es ja schon beim anderen gesehen, hier wird das Glitzergleiche gemacht. Wir machen den erstmal auf. So, dann ist da die Batterie drin. Das gleiche Prozedere, auch diese 3 Volt. Ne, oben ist Plus, also die Pins hier an der Seite, die silbernen sind, was war das nochmal, Plus. Und das, der goldene in der Mitte ist Minus. Da werde ich jetzt die Kontakte, die aus dem Step-Down-Converter rausgehen, also hier in dem Fall die grauen, werde ich da reinlöten. Oh, es war jetzt ein bisschen gefummelt, ich hoffe, man erkennt es jetzt. Das habe ich hochgebogen, da werde ich gleich das Minuskabel reinlegen. Und dieses hier habe ich ein bisschen rausgebogen, da kommt gleich das Pluskabel hin. Okay, rangelötet. Jetzt mache ich mir hier wieder ein bisschen Platz, damit ich die Kabel durchkriege. Das ist ja auch recht simpel. Im Seitenschneider. So, dann kann ich die Kabel da durchlegen. Passt super. Dann kommt der Deckel auch schon wieder drauf. Und fertig ist das Gerätchen. So sieht es dann aus. Und dann schließen wir es. Oh, wir können es ja direkt an die Batterie anschließen. Dann müsste das Gerätchen ja aufpiepsen. Tatsache. Okay, ich werde gleich mal am Handy checken. Achso, bevor ihr das macht, natürlich. Das Gerätchen, bevor ihr das macht, das Gerätchen natürlich erstmal bei euch mit eurem Handy paaren, alles einstellen und dann erst die Schritte durchführen. So, ich werde hier noch einen Langzeittest machen, weil ihr wisst ja, ich will das stehen lassen, schauen, wie sehr die Spannung sinkt, wie heiß das Gerät hier selber wird, also das hier, weil theoretisch da geht so wenig Strom durch, dass die Batterie müsste zig Millionen Jahre halten. Jetzt teste ich noch, ob der SmartTag auch funktioniert. Ich kann es von meinem Handy aus. Hier habe ich mein Handy, wo ist denn das da? Habe ich es in der Hand? Ich kann es klingeln lassen. Und dann müsste das Ding bimmeln. Jawohl. Das ist top. Also jetzt hat. Ja klar, ihr seht es und hört es nicht. Also ihr hört es, aber ihr seht nicht, was klingelt. Das Ding hat jetzt gebimmelt. Das ist gut. Dann habe ich eine Connection zum Handy. Alles klar, ich lasse das jetzt. Ah nee, ich lasse das nicht liegen. Ich will noch was machen. Und zwar zeige ich euch das gleich. Ja, ihr werdet es gleich sehen.
Und zwar kommt hier natürlich auch noch mal eine Sicherung dazwischen. Ich meine, eine Sicherung schadet niemals. Ich nehme hier eine mit, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, stellscharf, 3 Ampere. Die kommt hier rein. Den Sicherungshalter. So. Dann kann man hier noch den Deckel drauf machen. Das ist das Ganze so halbwegs witterungsgeschützt. Weil wenn es in den Roller oder im Fahrzeug oder sowas außerhalb irgendwo reinkommt, schadet es ja nicht. Oh, das Ding ist aber störrisch. So. Okay. Das ja, ist ein bisschen sinnfrei, aber auch praktisch. Man muss es hier erstmal trennen. Dann macht man sich einen Kontakt blank. Den löten wir uns hier. Achso, hier nehme ich noch einen Schrumpfschlauch. Den ziehe ich drüber. Moment. So. Dann kommt das hier so hin. Und da löten wir unseren Pluspol ran. Mache hier überall ein bisschen Lötzinn drauf. Kommt Schrumpfschlauch drüber. Dann ist das schön isoliert. Und fertig. Dann haben wir auch noch eine Sicherung in der Plusleitung, damit alles abgesichert ist. Das war's. So, jetzt kommt noch mein Langzeittest. Ich meine, ich werde es jetzt ein paar Stunden dran hängen lassen. Wenn sich irgendwas ergibt, was sich abweicht, was Schlechtes, was auch immer sein wird, werde ich euch auf jeden Fall berichten. Wenn ich euch nichts berichte, dann könnt ihr davon ausgehen, dass alles passt. Also das Ding hat jetzt Zimmertemperatur. Und dann messe ich noch die Spannung von der Batterie. Ansonsten soll es das jetzt tatsächlich gewesen sein von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen, habt so Ideen, Anregungen, was auch immer. Und könnt nachvollziehen, was ich eigentlich damit machen wollte. Okay, ich freue mich dann aufs nächste Video. Wir sehen uns. Ciao. So.